So, dann erforschen wir das gute... Jo. Here at the entrance to the lounge. Mit zwei Pistolieris in 31 Fuß. Jo. Randa, Party, go. Die schießen nicht, sie laufen weg, aber das ist noch eine zweite Gruppe. Wow, zwei Gruppen. Das heißt, wir können doch angreifen. Deck, 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 deck. Deck. Yes. Wow. Bürgermeister ist echt nicht fit. Aber hey, es ist eine fünfte Person und wir können ihn leveln. Also es ist ja trotzdem weniger als ein Rookie. Weniger Con. Aber egal. Deck. Jetzt alle tot. Okay, ja schnell. Okay, ran. Who wants to loot? Yes. Die sind alle voll, oder? Stimmt. Major oder der Bürgermeister Petros can't get any. Was ein Slang dafür ist, dass er keine Frauen abbekommt. Ja, dann liegen jetzt hier halt ein paar Clips rum. Attack, Pistolero, Attack, Pistolero, Attack, Pistolero, Attack, Pistolero. Jo. Trick ist aber auch schon ganz schön. Fertig. Haha, überall Kohle. Trotzdem. Versuch es wert. Ein Cash. Nein, eins, eins, nein. Trotzdem sollten wir es jetzt zurückziehen. Yep. Merken, was hier ist. Nicht gegen den Gagnus laufen. Und kurz hier rasten sollte auch okay sein, oder? Ich meine, hier bei der Citadel wurden bisher noch nie angegriffen. 14? 14 um 4 Uhr. 8. 22, ja, ist okay. Also es scheint gemütlicher zu sein, in dem Dorf zu rasten, jetzt wo kein Junge mit Steinen wirft. Aber da extra jedes Mal hinzustiefeln, ist auch ein bisschen overkill. So, fit genug, um hier wieder abzuhauen. Yep. Dann nicht hier gleich weitermachen, sondern erstmal shoppen. Süden, Süden, Westen, raus. Hier war der Laden. Who wants to enter? Tirik, verkaufen alles Pistolenartige. Pistol, 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 Pistol. Crowbar brauchen wir auch nicht. 45er Clip. Pistole selber. Ne, das war's bei ihm. Thrasher. Früchte waren nur zum Verkaufen da, ne? Ja, verkaufen. Könnte ich auch sowas essen? Nein. Es ist viel leckerer, irgendwelche Echsen, die auf dem Boden rumkrabbeln, zu essen, als Früchte. Chalana. Bye. Ne, Quatsch, bye. Pss. Chalana. Say. Das Geld sieht gut aus. Das Geld sieht gut aus. Hellraiser, Cell. Das Klickern da ist nicht der Gaga-Counter, ne? Jetzt rede ich davon, jetzt hört's auf. Ah, das ist wieder. Okay. Jewelry kann weg. Das gehört nicht zur Musik. Du. Ui. Wir können die Pistole. Nee, komm.
Er wird nie irgendwas ordentlich treffen, verkauft das einfach alles. Ein Magazin darfst du behalten zum Nachladen. So. Okay, who wants to enter? Tirik, Pool Money, 1700. Du kriegst keine Schutzweste. Flammenwerfer ist immer noch 3000. Geiger-Counter haben wir schon. Ne, das behalten wir erstmal. Jetzt ist der nächste Schritt, zwischen Talana und Hellraiser zu gucken. 3 Clips, 7 Clips und irgendwelche Chemicals. Und Hell... Autsch. Und Hellraiser hat wie viele Clips? Also Lana hat er 7. Er hat 3... Warte, 1, 2, 3... 4, 5, 6. Der 45er kann theoretisch noch weg, aber... Nö, ist überschaubar. Die Chemikalien, ja, keine Ahnung. Was mit denen anfangen sollen. Also geh bitte über Gulli, ich habe keinen Bock hier alle 5 Meter in den Punk reinzulaufen. So, blaues Haus. Genau die da. Tick, 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 tick. Radio? Nö, 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 nö. Okay. Fangen wir wieder oben an. Fünf Clips. Und er kann schon nichts tragen. Dabei ist er doch einer der Starken. Sei es drum. Hier ist noch mehr Loot. Gegner. Thresher und Rui, die haben echt viel Munition dabei. Ist aber auch ganz gut, dass wir hier vorher nicht reingestolpert sind, bevor nicht alle die Schutzweste haben, also alle bis auf Pedros. Denn das wäre sonst zu schmerzhaft gewesen. Vermutlich wie der erste Besuch auch bei der Bar zu schmerzhaft war, als man von unten rechts reingekommen ist. Tipp, tipp. Clips, Kohle. Clips, Kohle. Noch mehr Pistolierungs. Dann sollte der Raum hier aber auch leer sein. Und ich muss gar nicht laufen. Thresher can't take. Thresher ist auch schon voll. Irgendwie füllen sich unsere Rucksäcke zu schnell. Also, Hunde geplündert, die Lounge geplündert. Das komische Alien da, das war nur einfach Wäsche oder sowas, ne? Smack. Entrance to the Officers Club. Puh, ganz viel tolle Munition. Ganz, ganz viel tolle Munition. Mach mal Evade, Evade und ihr beiden könnt mal nachladen. Oder ihr drei. So, Evade, Evade, tick, tick, tick. Jam. Oh, das klappt. Das klappt. Also Hellraiser und Talana haben es langsam drauf, auf so 10 Meter Entfernung mit dem Sturmgewehr jemanden zu treffen. So, und hier im Officers Club. Jedes Detail muss gemerkt werden. Okay, das habe ich wirklich gelernt bei diesem Spiel. Dass jedes Wort und alles, was man überhaupt irgendwo aufschnappt, wichtig ist. Also ich hätte mir wesentlich mehr Notizen machen müssen.
Ja, hier geht's runter. Bevor ich da runtergehe, checken wir noch kurz die Zellen hier, ob da irgendwas aufploppt. Nein. Und da im Süden musste man eine Tür knacken, ne? Ja. Ich probiere es so eins. Du hattest das gar nicht? Dann Lutheraner, ne? Lutheraner, Skill. Picklock. Da ist der Lock. Die Skills kann man auch anordnen, ne? Reorder, so, ich hätte gerne ganz oben Picklock. Da drunter Perception. Darunter Climb. Darunter Medic. Und der Rest ist vermutlich egal. Weil das passive Sachen sind. Aber die aktiven Sachen, dass sie hier oben sind, macht schon Sinn. Das heißt, wenn ich jetzt. Also ich muss wahrscheinlich U3 S1 Süden. U3 S1. U3 S1 Süden. U3 S1 Süden. 3 S1 Süden. Mist. S1 Süden. Gibt doch kein Skill Gain, wenn man es nicht schafft, ha? Huh? Okay. Das Problem ist nur, die nächste Bücherei in LA oder LV, wo auch immer, in der Hauptstadt oben links, die ist doch recht stark bewacht von diesen Killerrobotern des Todes. Das heißt, man müsste ganz bis nach Darwin hoch. Ja, und die sind abgeschlossen. Und das war's hier jetzt auch schon. Schade. I'm ugly and you are not. Können wir das Ding hier aber sprengen? Nee. ich. Gleich die rabiaten Methoden hier, ne? Nee. Unsere Truppe macht sich jetzt auf den Weg nach Darwin. Da mussten wir einen riesen Bogen laufen. Nicht ins Wasser. Yep. So, wo war die Bücherei hier? Hier, ganz oben. Also oben rechts, Bücherei. Gut. Talana hat 4 Skillpunkte. Du lernst sofort Picklock. Eigentlich auch Picklock 3, aber da bräuchte ich noch 2 Punkte für. Escape. Wer möchte noch irgendwas lernen? Tirik hat 2 Punkte. Ich könnte Brawling steigern, weil das irgendwie bisher noch nicht gesteigert ist von alleine. Pugilism hast du nicht. Für den Nahkampf war das wichtig. Anti-Tank-Weapon, ja. Hast Thresher auch. Wir bräuchten nur Anti-Tank-Weapons, um das auch mal nutzen zu können. Weil in der Großstadt sind Tanks und komische Tank-Pots und alles andere an Cyberzeug. Ja, das ist okay. Thresher hat nur einen Skillpunkt, der hat keine Intelligenz gesteigert. Mit Hellraiser. Auch nur ein Punkt. Na gut, das heißt, wir haben jetzt das Lockpick. Können Ziele verzwieseln, wochenlang durch Gebirge, Wüsten und ähnliches. You are overcome by heat exhaustion. Das ist neu. Okay. Also ich hätte mir sowas ähnliches schon gedacht, deswegen gehe ich immer außen rum. Aber das war wohl nicht weit genug außenrum.
nicht da. Hier. Ja, hau die weg. So, zuerst die oberste Etage. Also hier, im Eingang. Da nach runter gucken. U, 3, S, 1, Süden. U, 3, S, 1, Süden. Yay! Okay. Das war's, wenn wir keinen hätten, der Schlösser knacken kann. Na, vielleicht ging auch eine Brechstange. Was haben wir denn da Schönes? The wall map is covered with scribbled remarks that are virtually unreadable. A star over one building in the southeastern section of town has the legend Bar, Trouble Spot, scrawled over it. A skull decorates another building in the central eastern part of the town. The word Hideout covers it. An arrow leading from the word draws attention to another building diagonally to the southwest, though it has the word Secret painstakingly written beside it. Falsch daneben geschrieben. Also südwestlich von hier. Okay. Southwest of Hideout. Meine Notizen sind übrigens inzwischen absolut nicht mehr wiederzuerkennen, was wichtig ist, was nicht und so weiter. kann ich ja auch mal wieder twittern. Das ist Mist. Also wenn wir hier durch sind, Südwesten, eines der Gebäude. A voice from inside the room says, "What took you so long? You see Felicia Pedros wired in a chair." Pedros, das ist die Frau vom Bürgermeister. Anscheinend. Oder Tochter? In a chair with a bomb in her lap. Oh. Ugly John stands near with an Uzi in one hand and a dead man switch in the other. Oh, das wird nicht gut enden. Also für mich macht es jetzt Sinn, weil er hat uns gesehen. Sie hat uns gesehen, also wird er es auch mitbekommen haben. Das heißt, anschleichen oder so bringt es nichts. Das heißt, ich gehe einfach darauf zu und will mit ihm reden. Hold it, I wouldn't come any closer if I were you. The Major turns to you, anguish washing over his face, and says, we must save my wife. Now, fucking, fuck. Ugly says, let me walk out of here alive, and I give you the code that will let you disarm the bomb. You don't look like you could do it without it. Is this a deal? Ja, es ist besser, als wenn einer von uns versucht, das Ding in die Luft fliegt. Auch wenn er wahrscheinlich lügt und einfach drückt.